Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Was ist denn hier los? Ja, Schule ist fertig, ich bin zu Hause und ich habe mir in Amerika Schuhe gekauft gehabt. Sind inzwischen ein bisschen dreckig geworden, aber ich bin gerade dabei, dass es alles wieder sauber wird und es auf Hochglanz wieder zu bringen. Du hast doch so ein teures Schuhputzmittel gekauft. Was damit? Aber das ist nicht nur das Einzige. Wir haben für $100, okay, viele würden uns auslachen, aber hier sitzen in den Malls ab und zu mal Leute, die einen anquatschen. So, ne? Der hat uns aber Sachen gezeigt, davon waren wir begeistert. Ich habe Schuhe gehabt, die echt dreckig waren, und der hat irgendwie hier sowas gehabt. Die sahen aus wie neu danach. Natürlich ein paar Knicke drin, aber es war sauber wie sonst was. Eins davon hat 70 oder 77 gekostet, weiß ich nicht. Inzwischen haben wir uns dann entschieden, zwei zu holen, weil wir den Vorschlag bekommen haben, zwei dann für $100 zu holen, und dafür hat sich das dann doch schon sehr gelohnt. Ja, ich mach's erstmal lieber hier damit, weil das Zeug kann man hier halt nicht nachkaufen, und ich gucke erstmal, ob es normal geht, und funktioniert ja. Naja. Und jetzt geht's los mit dem Vlog, genau. So, im Hintergrund läuft gerade das erste Spiel der deutschen Nationalmannschaft. Wir gucken uns das nebenbei so ein bisschen an, zumindest die deutschen Spiele. Wollte ich mir eigentlich das gerne angucken. Wie ist bei dir, Johnny? Fragen auch ganz viele. Boah, Fußball ist überhaupt nicht meins, auch weil viele fragen, ob ich FIFA spiele, überhaupt nicht. Das hat aber einen anderen Grund, nicht wegen Fußball, sondern weil ich mich nicht jedes Jahr irgendwo neu reinpayen möchte. Aber hier, ich weiß nicht, also 2014, wo die letzte WM war, da hat mich das sehr interessiert. Aber 2014 kann ja nicht gewesen sein, denn die WM... Nee, war das nicht Europameisterschaft? Alle vier Jahre. Oh. Ich dachte mal, 2018 war das. Es war eine kurze Frage, guckst du es nur oder guckst du es nur nicht? Nein, interessiert mich nicht. So, und Simone? Ja, man könnte jetzt meinen, ich bin nämlich früher nach Hause gekommen, aber nicht wegen des Fußballspiels, sondern wegen eines anderen Termins, auf den wir warten. Genau, nämlich heute ist das vorletzte Puzzlestück unserer Wohnung, das wir zur Fertigstellung einsetzen können, sag ich mal so. Wir kriegen nämlich heute das Sofa geliefert, das wir vor einigen Wochen hier im Möbelhaus in Bremen bestellt haben. Ja, darum bist du früher gekommen. Genau, weil Fußball wollte ich jetzt eigentlich nicht gucken, interessiert mich jetzt im Moment nicht so, aber ich habe jetzt schon eine Minute vorgehangen. Es zieht dann natürlich schon wieder, es ist natürlich dann schon wieder spannend. Ich weiß es noch nicht. Ich gucke es auf jeden Fall an. So. Und dann warten wir erstmal jetzt auf die Möbelpacker. Ja, das 1:0. Also man soll den Tag ja nicht vor dem Abend loben. Die erste Halbzeit ist noch gar nicht rum, aber schon ein gutes Gefühl. Toll. Wie toll. Freu dich mal. Ist mir auch egal. So ist hier die heutige Jugend. Was haben wir früher mitgefiebert bei Paul Breitner, Sepp Maier und wie sie alle hießen. Und wer war da noch? Karl-Heinz Rummenigge und sowas. Ich nicht. Also ich schon. Ich hab als Kind nicht geguckt. Mann. Ja. Na gut. Aber immerhin kenne ich den Torschützen, der sagt mir was. Ich weiß gar nicht, ob ich alle Spieler kenne, die da in der Nationalmannschaft bei uns spielen. Ja, wir sind ziemlich raus. Aber jetzt, wenn WM ist, dann gucken wir eigentlich immer zumindest die deutschen Spiele. So, das haben wir eben schon gesagt. Weiter geht's. So, was mache ich hier, während sich die Herrschaften oben mit dem Fußballspiel vergnügen? Ich cutte hier gerade ein Video für TikTok und Instagram. Und ja, was genau cutte ich hier gerade? Ich bin auch noch ein bisschen im Film drin. Ich stelle hier gerade eine Aktion von Holy vor. Ist jetzt fürs Video leider zu spät gekommen, dass wir das hier auf YouTube zeigen. Gibt es leider nicht mehr. Aber jetzt gerade, wo wir aufnehmen, gibt es das halt noch. Es ist begrenzte Zeit. Ich glaube, für 10 Tage gab es das. Und was es hier gibt, einmal Double Apple Shisha Eistee und dann gibt es hier eine neue Energy-Sorte, Bubblegum Butterfly. Und ja, verkosten konnte ich es noch nicht, aber auf jeden Fall cutte ich mal weiter, damit ich der Verkostung etwas näher komme. Hallo! Ja.
bisschen ärgerlich, das Ganze mit dem Sofa jetzt, was hier gerade läuft. Uns wurde damals gesagt, als wir es gekauft haben, es sind 3 Teile und die Arme müssen sich jetzt mit einem Teil abschleppen, weil das Sofa eben doch in einem Stück kommt und nicht, wie wir gedacht hatten oder wie uns gesagt worden ist, in 3 Teilen. Und unsere Treppe, die hier hochführt, ins zweite Stockwerk, ist nicht gerade die breiteste. Ja, von der Treppe habe ich eben gesprochen. Meine Güte. Und hier ist das gute Stück jetzt aufgebaut. Wo haben wir es denn im Bild? Da. Ja, ich muss mal sagen, wir mussten sämtliche Bilder abnehmen hier im Flur und alles. Die haben sich echt Mühe gegeben. Das war gar nicht so einfach. Ich war froh, dass sie das auch wirklich gemacht haben, weil es wurde einem natürlich wieder ganz anders verkauft, dass das in 3 Teilen hier geliefert wird, dass das alles kein Problem ist. So war es dann natürlich nicht. Nicht so ganz. Aber jetzt steht es ja erstmal hier. Und wir haben jetzt natürlich einen Nachteil, John. Ja, ich muss mit Simone hier drauf sitzen. Das auch, aber der Nachteil ist natürlich, dass Simone hier oben weitgehend vertrieben war, seitdem ihr Sessel nicht mehr da steht. Und jetzt wird sie wahrscheinlich hier wieder öfters oben hocken. Jetzt werde ich hier wieder einziehen und euch hier... Nein, Kompromiss, du darfst unten das Sofa benutzen im Wohnzimmer. Möchte ich aber nicht. Aber ihr dürft natürlich gerne hier mir eine schöne Zeit wünschen und mir hier ein paar Süßigkeiten kredenzen oder ein Tee. So, weiter geht's zum Fußball gucken. Wie es dann mittlerweile steht beim Fußball. Wahrscheinlich immer noch 1-0. Ja, 1-0 immer noch. Naja, wir wussten schon, warum wir eigentlich gar keine WM gucken wollten. Du wolltest es gucken? Ich wollte mir die deutschen Spiele angucken, aber mehr auch nicht. Es hat sich natürlich das Blatt gewendet. Inzwischen führt Japan 2-1. Das Spiel ist gleich zu Ende. Und was soll ich sagen? Spaß macht das Ganze jedenfalls nicht. Es ist nur Fußball. Es ist nur Fußball, genau. Ob sie weiterkommen oder nicht, habe ich keinen Gewinn dran. Also von daher ist mir das pups egal. Naja. Jeder Zweikampf wird jetzt gefeiert. Und das war's. Das Spiel ist vorbei. Also Sushi gibt's erstmal nicht. Ich wollte gerade fragen, ob wir Sushi essen gehen wollen. Zwei dumme Eingedanken. Ne, sehe ich gar nicht ein. Pah. Heute gibt's die deutsche Variante, heute gibt's bei uns Fischstäbchen. Nee, im Ernst jetzt? Ja. Nee, das tut mir leid, esse ich heute nicht. Nee, die ganzen Fischstäbchen. Habt ihr eine Ahnung, warum er auch Bäcker genannt wird? Fischstäbchen stinkt, minderwertig und... Sind die guten, die teuren? Na, ich weiß nicht. Oh Mann. So, inzwischen ist es dunkel geworden draußen. Und was gehört zu einem Sofa und zu einem Tisch, der hier steht? Noch dazu natürlich ein Fernsehgerät. Und da uns dieses Fernsehgerät hier ein bisschen klein erschien, haben wir uns eben noch in der Black Week ein neues gekauft. Das passt auch genau in den Schrank. So, und John ist gerade am Einrichten. Ja. Für Arme oder Sushi für Anfänger, aber immerhin sind es hier die guten, die teuren. 30 Stück, mal gucken, was in die Pfanne passt. Also ich habe schon gesagt, dass ich kein großer Fischstäbchen-Fan bin. Trotzdem esse ich natürlich mit. Bleibt mir anderes übrig. Die ganze Bude wird gleich nach Fisch stinken, nicht? Wie immer. Nein, wir haben doch jetzt eine Dutzabzugshaube. Die hatten wir doch lange nicht. Ja, dann mach sie mal an. Ist doch an. Naja. So, und dann habe ich einen Deckel, den ich da drauf mache auf die Pfanne. So. Ja, du hast die Pfanne. Du hast die Pfanne heiß, ne? Ja, und du hast keine Ahnung vom Kochen. Kochen für Fortgeschrittene. Wollte ich jetzt sagen, morgen bist du dran. So, Essen ist fertig. Es gibt mein ehemaliges Lieblingsessen. Ich habe früher wirklich Fischstäbchen wie verrückt gegessen. Genau diese hier von Captain Iglo. Und ja, lang ist es her. Sehr heiß, aber genauso lecker.
Finde ich auch. Und dazu selbstgemachtes Kartoffelpüree, ein paar geschmorte Zwiebeln und der Mensch ist glücklich. Und der Stefan blickt stumm auf den ganzen Tisch herum. Na, wo ist das her? Aus dem Mund. Oh Mann, Wilhelm Busch natürlich. So. Also, ich glaube, niemand, der so gleichaltrig ist wie ich, kennt Wilhelm Busch. Ja, schade, das ist schon egal. So, was viel wichtiger ist, ich frage mich, wieso wären wir hier nicht satt? Weil Simone natürlich nicht genug kocht. Da fragen wir uns, warum nicht? Vollheit. Warum? Also, kann ich wissen, dass ihr so verfressen seid oder dass es euch so gut schmeckt bei mir? Jeder von euch hatte 8, beziehungsweise einer hatte sogar, muss ich auch noch aufstoßen, 9 Fischstäbchen und es ist genug da. Ihr habt ja noch gar nicht aufgegessen. Es gibt noch Kartoffelbrei, also nur zu. Da ist das Problem. Beilagen wollte ich nicht essen, so viel. Aber na gut, der Hunger hat es reingetrieben, muss ich mal sagen. Hoffen wir, dass es morgen für uns alle dann mal wieder genug zu essen gibt. Da sollen wir wieder mal essen gehen vielleicht. Ja, richtige Überlebenskünstler sind wir. So, am Rande eine kleine Zwischennotiz. Ich bin mir ja nicht zu schade, auch mal einen Fehler einzugestehen, den ich gemacht habe. Ich habe versehentlich gesagt, als ich sagte, und der Stefan blicket stumm auf dem leeren Tisch herum, dass das von Wilhelm Busch gewesen ist. Wilhelm Busch übrigens für John ist der Max von Moritz geschrieben hat. Und das Zitat, was ich da so ein bisschen umgewandelt habe, stammt aus der Struwelpeter von Heinrich Hoffmann. Bin ich auch nicht drüber gestolpert, muss ich ehrlich zugeben. Und da wundere ich mich, dass unsere belesene Simone, die den ganzen Tag nur vor irgendwelchen Büchern sitzt, das nicht weiß. Nicht? Nee. Aber was ist der Struwelpeter? Das ist ein ganz tolles Kinderbuch, also es ist schon uralt. Das war schon eigentlich aus der Mode, als ich klein war. Da waren da schon fiese Geschichten, sind so Sachen drin, wie zum Beispiel hier von Pauline, die mit dem Feuer spielt, um Kinder zu erziehen, was passieren kann, wenn man eben mit dem Feuer zündelt. Mhm. Können wir mal eben kurz zeigen. Oh, geh weg, hau auf da. Scheiße. Und auch auf dem Buch steht extra hinten drauf Kindergartenalter. Es ist erschreckend, weil es sind einfach lauter böse Geschichten irgendwie hier von, ich weiß nicht, wie heißt er noch, Hans Kuck in die Luft, der immer nur nach oben in die Luft guckt, nicht guckt, wo er lang geht und dann ins Wasser fällt und ertrinkt oder irgendwie so. Sind schon Sachen drin. Also ich kann dieses Buch nur jedem empfehlen. Also der Kinder hat. Bei uns hat es nicht viel gebracht. Wir haben ihn selten da drin lesen lassen. Und den Ausdruck Zappel-Philipp kennt wohl jeder. Genau. Da ist die Geschichte dazu. Das ist die Geschichte dazu, wo ich vorhin sagte, der Stefan blickt stumm. Da hat die Mutter nämlich stumm geblickt, als der Zappel-Philipp, der immer am Kippeln war, das Tischtuch mit dem ganzen Abendessen runtergerissen hat und die Familie dann nichts mehr zu essen hatte. Mhm. Ja, das wollte ich nur mal so am Rande sagen. Und jetzt weißt du auch, wer Wilhelm Busch ist, nicht? Guten Morgen. Ja, wie spät haben wir es? Wir haben es gerade mal... Viertel vor elf, glaube ich, ungefähr. Viertel vor elf. Vom Nebel verschluckt. Es ist ja heute eine trübe Suppe. Ein typischer Novembertag, würde ich mal behaupten. Ja, und es geht zur Schlachte. Dort treffen wir auch gleich wen. Und zwar den Nino. Den kennen wahrscheinlich schon viele, die unseren Kanal schon länger verfolgen. Ja. Durch ihn haben wir zum Heidepark so richtig hingefunden, um dort Videos zu machen, wo wir quasi den meisten Erfolg genau, dadurch hatten. Kennen uns wahrscheinlich die meisten durch die Heidepark-Videos und ja, den treffen wir gleich und mit dem haben wir was Bestimmtes vor. Und zwar Stefan hat mit dem was vor, oder? Wie ich das richtig verstanden habe? Ja, die beiden machen gleich eine Challenge zusammen. Das ist der Plan. Nino wollte auch mal gegen mich im Maßkrugstemmen antreten. Ich fürchte, ich verliere heute, aber lass mal auf mich zukommen, ne? Ja, aber ich habe gestern schon zu Stefan gesagt, jetzt hat Stefan mal einen richtigen Herausforderer oder einen richtigen Konkurrenten, den man ernst nehmen muss, weil gegen mich hier Maßkrug stemmen, das ist ja lächerlich. Das war ja nicht wirklich schwierig für Stefan da zu gewinnen. Und ich glaube, gegen John ist es ja auch klar, dass Stefan da gewinnen musste. Also ich bin gespannt. Ich möchte noch keine Probleme. Ja, bla bla bla, wir gehen jetzt hin, damit wir noch rechtzeitig ankommen. Genau.
So, hier sind wir im Paulaners. Das hier ist der gefüllte Marskrug. Das da ist Nino. Und wir machen jetzt die bei uns schon bekannte Marskrug-Challenge. Einfach den Arm gerade halten und wer zuerst einknickt, hat verloren. Und John stoppt die Zeit. So. Also wisst ihr schon, wie ihr das nach vorne macht? Kann losgehen? Gut, auf die Plätze. Fertig. Los. So, wir müssen uns unterhalten währenddessen oder machen wir das so? Weiß nicht. Was willst du zocken? Ganz schöner Angeber, Nino, wenn schon nebenbei noch zocken. Das Schwerste ist ja bei dieser Challenge für mich jedenfalls gerade, das Bier nicht endlich mal auszutrinken, weil es da so lecker aussieht. Der Schaum steht schon ab. Wie lange haben wir denn schon? 30 Sekunden sind schon geschafft. Und wie ist das Gefühl so? Boah, alles gut. Gut, ja, wir auch noch. Das geht nachher aber ziemlich schnell, aber bei mir war es jedenfalls so. Wolltest du was sagen? Ich sag nichts. Können ja auch schon Essen bestellen. Ich kann schon mal einen Blick in die Karte werfen, den Fall, da hast du recht. Gibt es hier die leckeren Winterschmankerl? Lauchcremesuppe, das ist nichts für mich. Entenkeule schon eher. Ja, macht er da schon was bei dir? Oder? Was hast du denn dein Rekord? Mit 2 Minuten irgendwas, ne? Das wird auch schon essen. Im Sitzen ist das deutlich schwerer als im Stehen, muss ich mal sagen. Das ist egal. Wackeln macht nichts. Mir ist das im Finger immer. Ich kriege immer so im Finger so einen Krampf. Du brauchst doch gar nicht dafür. Ja, weiß ich auch nicht. Das brennt schon ganz gut bei mir. Hier. Manino? Film mal sein Gesicht ein bisschen auch dabei. Ja. 2:32. Ach ja, läuft hier. Knoll nicht mehr lange. Sehr gut. Nichts Wildes. 2:40. Dann gratulieren wir mal Nino zur gewonnenen Challenge. Wie lang war es? 2:40. Dann mal Prost. Wollen wir lange halten, doch. Ja, wie es so unsere Art ist, man wieder ohne Frühstück, ist man mittags dann aber wirklich doppelt hungrig und deswegen habe ich mir jetzt hier Grünkohl bestellt. Habe ich bisher in Paulaners diese Saison noch nicht gegessen. Ich bin sehr gespannt, schmeckt aber eigentlich immer sehr, sehr gut. Und dann geht es weiter bei den Jungs. Das ist die Schnitzelparade, würde ich sagen. Oh, erzähl. Mit Gewürzgurke. Ja, ganz wichtig, mit Gewürzgurke, genau. Und ein Holsteiner Schnitzel war das. Ich habe einen Münchner Schnitzel. Was sonst? Ja, und natürlich, Stefan hatte erst was anderes bestellt, aber er konnte nicht zugucken, wie ich Grünkohl esse. Er hat sich dann auch das Grünkohlgericht bestellt, mit Bratkartoffeln, ein bisschen anders als ich in der Zusammenstellung, aber bestimmt sehr lecker. Eben noch in Paulaners und jetzt schon auf dem, wie heißt es hier noch, Schlachtezauber, dem Weihnachtsmarkt an der Schlachte. Wir haben jetzt hier einen Glühwein, einen besonderen Glühwein, das ist nämlich der Feuerzauber vom Ratskeller und der schmeckt wirklich besonders lecker. Bin gespannt. Wir haben jetzt hier jemanden, der kein Glühweinexperte ist und der, glaube ich, auch nicht wirklich Glühwein mag, aber
Er wollte es mal probieren, er wollte es ein bisschen aufwärmen. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Ist doch lecker, oder? Ja. Klingt jetzt so, als hätte ich ihn mit Geld bestochen, habe ich aber nicht. Ja. Nein, der ist echt top, der Glühwein. Ja, voll lecker. So, da bin ich. Ich musste Bargeld holen, weil man hier mit der Karte nicht bezahlen konnte. Ja, ich habe mir jetzt hier zweimal einen normalen Wein geholt. Einmal aus dem Affenfass. Für einen Affe. Und einmal was anderes, keine Ahnung. Ist ja dieselbe Menge, die ihr auch habt. Ne? Hier ist es zweimal 0,1. Ja. So, wie gefällt es den Leuten hier? Schon gefragt. Ja. Den Nino auf dem Weihnachtsmarkt in Bremen. Hat Nino schon mal was, Kamera schon was erzählt? Komm mal her, ja, Nino. Ich hab doch schon geredet. Hast du geredet? Ich will nicht reden. Wie gefällt es dir hier in Bremen? Ja, ist frisch. Frisch! Nino kommt ja aus Nordfriesland. Da ist es doch viel frischer als bei uns, oder nicht? Hier ist es doch richtig mild. Da wird eine steife Brise. Da ist es nämlich noch viel kälter, würde ich sagen. Viel frischer. Dunkel geworden und voll vor allen Dingen. Es ist ein Wahnsinn, was hier los ist. Weihnachtsstimmung, ich weiß nicht. Nino, ist das völlig weihnachtlich? Das ist nicht mehr weihnachtlich, das ist nicht mehr schön. Ja, das sehe ich auch so. Aber gut, wir wollten dir mal zeigen, wie das hier eigentlich schön aussieht. Aber aus Stromspargründen ist natürlich auch die Fassadenbeleuchtung hier von den historischen Gebäuden ausgeschaltet. Ja, ich weiß auch nicht. Simone, was hast du dazu? Also es muss ja voll sein. Es gefällt keinem in diesem Getümmel, aber wenn hier nichts los wäre, dann wäre der Weihnachtsmarkt wahrscheinlich nächstes Jahr nur halb so groß und wäre auch nicht toll. Es gehört wahrscheinlich dazu. Man mag es nicht, sich durchs Getümmel zu schieben, aber ne, muss so sein. Gut, dann gehen wir mal ins Getümmel, würde ich sagen. So, wir wollen eine Tradition nicht brechen, dass wir nämlich mit diesem Karussell hier in jedem Jahr fahren, sondern ich. So, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Es ist sehr voll. Hält gerade an, dass wir reinkommen. Genau, bleibt mir nur zu sagen, gute Fahrt. Ja, danke schön. Ne? So, da sitzen wir auch schon und freuen uns auf eine Fahrt. Mal sehen, wie lang sie ist bei der Fülle. Wie immer eine sehr schöne Fahrt. Ja, ist Kult bei uns. Ja, das ist eine Kultfahrt bei uns. Also immer Weihnachten, einmal mindestens. Mehrmals dieses Jahr, glaube ich, ne? Ja, nach dem, Moment mal, ich rede erstmal. Nach dem stressigen Weihnachtsmarkt, das war wirklich sehr voll, aber sah auch alles sehr schön aus. Geht's hier nun weiter. Was willst du sagen, Simone? Ich wollte nur sagen, die Spiele sind eröffnet. Auf jeden Fall haben sich zwei Personen sehr auf diesen Abend gefreut, würde ich sagen. Ja, was wird hier gespielt, wenn man es schon hört oder sieht, Mario Kart. Für mich das beste Spiel von der Switch, muss ich mal sagen, oder von Nintendo. Ja, und die beiden können das sowieso sehr gut. Ich brauche gar nicht mehr zu spielen, weil ist eh klar. Da verliere ich nämlich. War ja klar, dass ich verloren habe, nicht? Ich habe ja auch den schlechtesten Controller bekommen. Die beiden haben hier mit so einem Spiel mit so einem Pro-Controller. Ich kann hier dieses Standardteil nehmen. Weiß nicht mal, welche Knöpfe man drücken muss. Heul doch. Das haben wir auch nicht gesagt. Heul doch, heul doch. Wie schlechter war ich jetzt? Wie viel schlechter? Also du warst der Schlechteste?
Ist doch wahr, du warst letzter Platz. Ja, das habe ich wohl gesehen. Abendessen bei uns, ihr kennt das ja mittlerweile. Es gibt dies, es gibt das. Ich mache hier, habe ich noch diese Wraps, die fülle ich mit Käse. Die gibt es. Käse gibt es. Ich mache ein paar Nachos warm und habe Guacamole dazu gemacht. Ein Käseteller mit Wurst. Ja, und das war's. Und Baguette habe ich noch gebacken. Das noch im Ofen. So. Und ich hoffe, dann sind alle zufrieden. Ja, das Essen ist vorbei. Jetzt hat Simone eine Idee. Wir wissen gerade nicht, was auf uns zukommt. Muss mal anhören, was die so sich ausgedacht hat. Auf jeden Fall möchte sie selber nicht mitmachen. Ja, das ist schon verdächtig. Wie alle wissen, sind die Jungs ja immer besonders unnett zu mir. Und da habe ich mir gedacht, jetzt kriegen sie mal was von mir zurück. Und ich habe etwas. Das soll eine Süßigkeit sein, aber mega scharf. Und das wird jeder von den beiden essen. Und da wir hier einen Experten haben, der auch gerne scharfe Dinge isst, darf er sich daran beteiligen. Ich bin auch Experte, weil ich einfach scharf bin. Ja, ich werde mir das Ganze gleich entspannt angucken mit euch und mal gucken, wer zuerst was trinken muss. So. So, dann wollen wir mal sehen. Die Dinger heißen Headbangers, Hot Bars. Headbangers. Denk schon was. Giftgrün. Okay. Ich hab's noch nicht mal auf. Schmeckt nach Apfel. Geh nur rein damit. Alles rein. Ja, jetzt wird doch schon scharf. Bisschen? Volle Pulle scharf werden soll das. Mhm. Entwickelt sich wohl. Ja. Tja, Simone. Ja, schon ein bisschen scharf. Schon ein bisschen, aber weiter von entfernt, das ist irgendwie Schlimmes. Oder? Oh, hier. Erzähl. Ist das scharf? Wie eine Süßigkeit. Hast du aufgegessen? Ja. Ach, runtergeschluckt, das ist ja... Nee, am Ende aber, weil das sich schon aufgelöst hat. Fertig. Und nichts getrunken. Schade. Ich muss das nochmal Nino zeigen, ob die Augen schon tränen. Nein. Schmeckt das eben ist vielleicht. Nicht scharf. Das ist. Da ist schon, was Scharfes irgendwie drin. Tut mir leid, liebe Zuschauer. Ja, alle, wenn ihr es erwartet habt, dass wir hier in Tränen ausbrechen. Ich hab's erwartet. Simone hat es auch erwartet, dann seid ihr jetzt genauso enttäuscht wie Simone. Ja. So, das war's mit unserem Vlog mal wieder. Wir haben wieder versucht, mal so unseren Alltag im Video festzuhalten. Ich hoffe, das hat einigermaßen funktioniert. Und darum übernehmen wir jetzt mal die Absage, weil John ist gerade beschäftigt. Die spielen nämlich gerade da Tennis. Von Nintendo Tennis irgendwas. Und ich würde sagen, ich habe schon so oft die Absage gemacht. Du redest gerade so schön flüssig. Versuch du das doch mal bitte, lieber Stefan. Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns über einen Kommentar sehr freuen oder über einen Daumen nach oben. Und wer noch nicht abonniert hat, kann das gerne machen. Wir haben gelesen, die meisten, die uns gucken, haben uns gleich abonniert. Also würden wir uns sehr freuen, wenn wir ein Abo kriegen könnten. Genau. Und wenn ihr meint, eure Freunde gucken vielleicht das auch gerne, dann empfehlt uns gerne weiter. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Genau. Tschüss.